Hallo, willkommen zu einem neuen Cast. Und zwar haben wir heute ein 1 gegen 1 Spiel. Das wurde mir zugeschickt von hier den Ranborn. Und der hat mir mehrere zugeschickt. Von daher gucken wir mal, ob wir daraus eine Serie vielleicht machen. Ja, der hat mir solche zugeschickt mit ein paar Kommentaren. Und wenn das zeitlich geht, würde er auch für ein Interview vielleicht bereitstehen. Das heißt, je nachdem, ne, wie das jetzt zeitlich funktioniert und wie interessant die Spiele sind, können wir da vielleicht auch noch seine Meinung zuhören nachher. Was vielleicht ganz interessant wäre, wird dann das extra Video bekommen, weil es jetzt wahrscheinlich zeitlich nicht, gerade nicht geht. So, bei der Map, das ist vielleicht mal ganz interessant, vom 1 gegen 1, also so ein Ranked-Spiel, wie habe ich es so verstanden, ist das so, ihr erinnert euch, ich hatte mal ja extra ein Video drüber gemacht, wo mir gesagt wurde, dass das OP wäre, da mit Hubschrauber zu starten, hier zu landen und das wäre eine gute Sache. Und ich habe ja mal im Video dann, wie ich hoffe, sachlich erklärt, warum ich denke, dass das ein struktureller Fehler ist, wenn man das macht. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Und der macht das aber jetzt auch hier vorne. Also es ist tatsächlich wohl eine beliebte Strategie. Ne? Die haben ja auch gesagt, das wäre Meta. Also der will mit dem Command höchstwahrscheinlich nicht in die Stadt fliegen, sondern durchfliegen. Ne? Also wenn ich hierhin, vermute ich es einfach, sondern er will da unten hin, wäre mein Verdacht. Und ich habe ja schon gesagt, normalerweise, um darauf zu reagieren, also es gibt tausend Sachen, die man da machen kann gegen eigentlich. Aber es reicht auch schon, wenn er einfach einen Scout-Heli holt, damit ihr es früh wisst. Ne? Muss mal gucken. Also wenn die da starten und jetzt rüberfliegen, werden sie vielleicht sogar auch von denen hier unten entdeckt. Ne? Also er startet da vielleicht sehr weit vorne auch. Das ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass er diesen neuen Comment hat, ja, der im Helikopter jetzt hier kommt. Den gab es, glaube ich, vorher noch nicht. Das ist übrigens der alte Patch noch, den ihr hier habt, aber der ist trotzdem relativ neu, denke ich. Ich kenne mich nicht ganz mit diesen Dingern aus, weil ich die nicht spiele. In jedem Fall ist das eine sehr schwache Geschichte, sich hier hinsetzen zu wollen. Sehr, sehr schwach, auch wenn es vielleicht Meta ist. So, wir können trotzdem mal gucken, wo drauf reinfällt. Ne? Also wäre mal ein interessanter Punkt. Gerade weil, also ich kann es jetzt nur vermuten, ja, der hat mich ja angesprochen, dass er meine Videos guckt und dann das Video auch gesehen hat, wie ich gesagt habe, dass man eben hier eigentlich nur einen Scout-Heli braucht und fertig. Oder wenn er halt nicht hat und er landet da, ne, muss nur das Kommando in Sicherheit bringen, eigenen reinbringen, er fährt ja einen rein, er muss dann nur, ne, im Kreis fahren, damit die nicht alle machen, einen Bomber holen, Hubschrauber holen, da gibt es so viele Antworten drauf. Gucken wir uns das mal an. Ansonsten, was haben wir hier vorne? Es sind 1 gegen 1. Meine Erfahrung mit 1 gegen 1 ist sehr begrenzt, aber die Sachen, die ich kenne, und ich gucke mir da schon ein paar bessere Spiele auch bei Wargame früher öfter an, ist, dass man in die Breite gehen muss. Das macht er hier auch. Ne? Überall Scout haben, überall jemand, der durchgehen kann. Ob jetzt die Bradleys nicht ein bisschen überteuer sind, frage ich mich nur. Also meine Erfahrung ist zumindest, wenn ich mir diese Spiele angucke, dass man für gewöhnlich preiswertere Scouts nimmt, die dann auch versucht, immer durchzufahren. Die sind ja eher so, dass man die hinstellt und es das hofft, dass jemand kommt für eine Rakete. Ne? Und das ist ja häufig eine Sache, die die besseren Spieler nicht machen, ist mein Eindruck gewesen. Na, also lieber so kleine Transporter für 40 Scout-Dinger, die dann durchfahren und Sachen kaputt machen. Und gleichzeitig scouten, das ist so eine Sache, weil der wird jetzt hier oben gleich AFK stehen, hätte er jetzt einen Preis, wenn er durchfährt, hätte er das Spiel beenden können vielleicht. Ne? So, vielleicht, immer in Anführungszeichen, hängt von vielen Sachen natürlich ab. Der Jäger wollte, ich weiß nicht genau, was der wollte. Wir können mal gucken, ob die Eröffnung für ihn sichtbar war. Ja, es ist keine große Überraschung, er hat den Scout da stehen, ne? Das erspart den Scout-Helikopter. Vielleicht war das auch die Überlegung, dass er nicht verlieren wollte an den Jäger. Das heißt, er weiß auf jeden Fall, dass jetzt die Landung da stattfindet. Und er sieht auch, dass da ein Comment sogar drin ist. Ist das richtig angezeigt? Wird wirklich angezeigt, was im Transporter für eine Einheit drin ist? Ich weiß das gar nicht mehr. Egal, auf jeden Fall sieht er, dass eine Landung kommt. Und er muss erwarten, dass da ein Transporter drin ist. Das heißt, meiner Meinung nach müsste er jetzt zwei Dinge machen. Er muss darauf reagieren, das ist die eine. Ganz kurz. Und die andere Geschichte ist, er müsste jetzt, weil dann hier eine Lücke halt entstanden ist irgendwo, vorrücken. Ne? Also er hat jetzt hier die gesamte Armee AFK. Er müsste jetzt hier oder hier vorrücken. Ist ja quasi alles auf. Ist ja komplett auf. Wobei, warte mal, ist trotzdem auf. Ne? Da steht nur eine Schilka und Dings und Command. Also er muss nur durchgehen. Und deswegen sage ich ja, dieser Bradley ist auch, ne? Also muss eigentlich immer uns nonstop pushen, ist meine Erfahrung. Die Eagle scheint mir auch sehr teuer zu sein, um den Billigjäger abzuknallen, besonders weil gerade eine Landung kommt. Also die Eagle kostet, glaube ich, 300 Punkte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da hätte man lieber den Sektor wahrscheinlich verteidigt. Also ein einzelner Helikopter hätte halt völlig ausgereicht, ne? Was hat er denn dafür entdeckt? Was ist das hier? Bundeswehr oder so? Ne, Amerika, ne? Also dann hätte man ja einen Apache holen können zum Beispiel. Er darf jetzt um gar keinen Preis den Command verlieren. Dann hat er dann tatsächlich ein kleines Problem. Da ist auch schon einer. Hubschrauberkampf. Sein Command ist allerdings aufgedeckt worden. Nee. Ich weiß gar nicht, ob die Dinger smoken können. Manche können smoken. Ich weiß nicht, ob er das kann. Ja, den Hubschrauber sollte er schon abknallen, sonst wird er jetzt hier getötet. Das ist jetzt schon ein kleines Problem. Aber muss halt auch sagen, dadurch, dass er einen Jäger für 300 Punkte geholt hat, haben natürlich jetzt hier auch die komplette und vollständige Armee gefehlt. Ne? So, nichtsdestotrotz, wenn der Sektor erobert wird, ist das immer noch kein Nachteil, weil er jetzt alle anderen Sektoren dafür bekommen sollte. Aber wie gesagt, er bewegt sich halt nicht, er scoutet auch nicht, gar nichts. Er lässt sogar die Flugabwehr mit Nachschub hier durchfahren. Das ist natürlich eine kleine Katastrophe. Und hier die gesamte Armee ist AFK, ne? Ist alles verteidigt, die haben keine Funktion. Ihr müsst immer Druck ausüben, immer.
Und das passiert hier halt leider nicht. Ich glaube, dass das wirklich, das ist auch der Grund, warum die Leute halt preiswertere Einheiten spielen, weil man damit, ne, das Risiko kalkulierbar macht, wenn man Druck ausübt. Wenn man, manchmal sieht man halt einfach, wenn die Leute kommen, also wenn da jemand steht, der verteidigt, möchte man keinen Bradley für 90 verlieren, sondern Transporter für 40 lieber, ne? Oder noch weniger sogar. Genau, das hat er hier tatsächlich, wurde überlaufen und es sieht so aus, ob es funktioniert. Er hat den Command aber jetzt wohl getötet, sodass auch keine neuen Truppen hier nachgekauft werden können. Also den Teil hat er noch neutralisiert. Was bedeutet, dass er viel schneller Truppen hier hat, was bedeutet, dass er die Einheiten alle aufraucht, die da drin sind über Zeit. Ne? Ich will nicht sagen, dass das Spiel damit schon gewonnen ist, aber tatsächlich bedeutet das halt, dass die Eröffnung tot ist von dem blauen Spieler zum Teil. Die wird ja aufgesaugt und alles andere auch tot ist, was jetzt eben neu gekauft hat. Nur jetzt, wenn dieser Command neu durchkommt und sich unten hinstellt, könnte es zum Problem werden. Ansonsten kriegt er jetzt halt mehrere Ticks Einkommen, vollständig eingesaugt über die nächsten Spielminuten. Muss natürlich aufpassen, dass er jetzt nicht mit Command Selbstmord begeht. Naja, aber man sieht schon, also das ist einfach zu viel Geld, was hier nichts macht, ne? Trotzdem, er bewegt sich so langsam. Hier, man sieht es jetzt hier schon in der Bewegung, kommt alles ein bisschen spät, aber er bewegt sich auf die Front zu. Mehr oder weniger. Also muss er wirklich sagen, er steht nur im Command, kein Infanterist, nichts, nada, gar nichts, ne? Auf der Seite genau das Gleiche. Man würde schon erwarten, dass da jemand drinsteht, keine Frage. Aber man muss es eben scouten, weil selbst wenn da was drinsteht, es oft in Unterzahl ist und ich das trotzdem wegboxen könnte, ne? Also das ist, glaube ich, schon ein bisschen viel AFK an der Stelle. Am geilsten sind halt die Transporter, die hier hoch und runter fahren. Okay. Ja, für Blau plus 2. Na, weil die Seite ja ausgelöscht wurde. Wird aber gleich negiert. Ja, diese Bradleys, ich bin kein Freund von den Dingern, ne? Der Panzer macht das aber auch nicht richtig. Wobei, das gibt tatsächlich hier, sehe ich gerade. Witzig, ich hätte die Kanone benutzt. Na gut, das hat funktioniert. Aber normal, diese Raketenduelle, ne? Die sind sehr riskant. Also die Kanonenschüsse gehen in aller Regel schneller rein. Die schießen schneller. Man muss nicht zu der Schusszeit, die dran steht, nochmal extra warten auf, dass die Flugzeit halt hat, ne? Also in aller Regel seid ihr besser bedient, die Kanone zu benutzen, wenn ihr solche Duelle gegen macht. Weil der Bradley hat eine bessere Rakete. Ja, und der HA, der kann jetzt einfach alles hier auslöschen. Da kommt der Helikopter, den müssen wir abfangen. Er hat zwar jetzt eine Eagle auf der Hand für 300, die ist aber wahrscheinlich gerade in der Reparatur oder im Nachtanken oder irgendwas, ne? Und eine Eagle ist natürlich auch eine große Fliegenklatsche für so einen kleinen Heli. Also ist ein bisschen unschön. Ja, er bewegt sich halt einfach so gut wie gar nicht, ne? Die stehen alle AFK hier, da passiert wirklich nichts, ne? Also überall. Der wartet darauf, dass er wirklich eine Armee reinbringt, damit er hier, ne? Dann kommt er jetzt gleich nicht mehr rein. Wie gesagt, der konnte es nicht wissen, aber ohne zu proben, wisst ihr halt nicht, ob es leer ist. Und ich vermute mal, dass der blaue Spieler genau darauf gesetzt hat. Der überwiegende Teil der Spieler, die sind es einfach gewohnt, dass die Leute auf eben, ne, ab gewissen Niveaus erst anfangen zu pushen. Und das ist halt, ne, hier genauso. Der hat genau darauf gesetzt. Der wird natürlich nicht weiterkommen. Also wenn er jetzt irgendwann auf höheres Niveau kommt, wie gesagt, auf den ganz hohen Niveaus tun die Leute immer pushen. Kleinere Einheiten überall durchfahren, die eine Lücke suchen. Man muss nur eine Einheit durchbekommen, um hinten wirklich Katastrophen zu verursachen. Das ist halt die Strategie, die sehr stark ist. So, hat den Command wieder draufgepackt. Sein Command ist, glaube ich, gestorben, eben, den er gekauft hat. Jetzt kommt der dritte Command für den Sektor. Also es ist hart umkämpft wohl. Jetzt kommt aber erstmal die blaue Verstärkung hier dran. Neuer Command hat er geholt, weil seiner gerade ausgelöscht wurde vom Apache. Ist noch reingekommen, ist aber bei den Mechs reingekommen. Weiß nicht, ob das jetzt nicht ein bisschen übertrieben war, der Move. Ja, der Kampf um den Sektor läuft. Und während das läuft, Ticks plus 2. Also blau macht das genau richtig. Aber sag mir jetzt bitte keiner, dass das eine überlegene Strategie ist. Das funktioniert halt nur, weil da oben das Nicht-Verteidige nicht angegriffen wird, obwohl Truppen da sind. Man muss das wirklich als Ganzes dann sehen. Ja, da muss man, glaube ich, schon auch wirklich objektiv bleiben. Aber ich glaube schon inzwischen, dass das eine Metastrategie ist. Ich glaube aber immer noch, dass es völlig falsch ist. Naja, so. Schöne Bombe, auch wenn die leicht daneben geht wahrscheinlich. Ja, leicht daneben. In die Panzertruppe wäre wahrscheinlich Clusterbomber besser gewesen. Bam, bam, bam. Ja, die Apaches sind gut, ne? Das Problem ist nur, dass er gegen die Panzer nicht so viel anrichtet hier leider. Dafür ist es der falsche, dafür kostet er halt auch weniger. Der HA-Panzer sollte die eigentlich alle alleine besiegen können, die T-55. Bam, alle. Alle T-55 haben keine Chance gegen den HA, ne? Der tut die alle one-shotten. Nicht die Raketen vergeuden. Nicht die Raketen vergeuden. Die kosten doch. Also, er hat jetzt keinen Mund mehr. Weil die Infanteristen für den HA dann doch ein Problem unter Umständen. Er hat die Raketen jetzt wahrscheinlich gespart. Ja, mit der Autokanone kann man den ganzen Tag drauf schießen. Zack, ist Elite. Ich weiß nicht, ob wir schon Elite war am Anfang, aber
Dann kriegt ihr mit der Zeit Erfahrung. Das sind die Eagle. Ich finde die viel zu teuer. Ne? Ihr habt ja, wenn ihr 300 Einheiten für die Eagle ausgibt, Geldeinheiten, dann habt ihr halt das Problem, dass ihr halt nichts anderes kauft. Ihr habt nur einen einzigen Einsatz in der Fliege, das ist eine Stunde lang weg. Ja? Also selbst wenn ich einen Bomber für 100 abknalle, hat der Gegner 200 Punkte Kampfvorteil auf dem Feld für die nächsten 10 Minuten oder so gefühlt. Also diese teuren Jäger lohnen sich wirklich selten im Early Game zu spielen. So, Comments werden gejagt. Ja, und dann ist der Sektor geklärt. Tickt allerdings immer noch plus 2. Und inzwischen kauft er jetzt hier vorne eine Armee. Ja, ist natürlich jetzt hier, irgendwann hat man dann die Verteidigung. Also er probt jetzt, ne? Der versucht es einfach. Der ist halt wirklich, muss man sagen, hat eine sehr freche Strategie. Aber geht ja im Moment auf. Er hat ja, ne, 500 Punkte gut gemacht. Ob er jetzt mit dem Helikopter darin proben muss, weiß ich nicht. Dann hätte er schon erwartet, dass was drin ist. Also das war jetzt sicher ein Investment, was sehr käsig war. Da kommt jetzt ein Seedflieger, glaube ich, oder? Ich verwechsel die beiden immer. Genau, das ist ein Seedflieger. Also natürlich auch ein Investment, was er niemals rausbekommen wird hier. Zumal eh der Gegner ja, also dieses Amerika-Deck benutzt eigentlich fast nur Stinger C, ne? Ja, das Ganze ist doppelt so schlimm, weil er hat den Seedflieger gekauft, als er wusste, dass eine Eagle auf dem Feld ist. Die ist ja jetzt schon zweimal geflogen. Und die Raketen hätte man eigentlich sehen müssen, dass die tatsächlich auch Stinger C-Raketen sind. Und man muss es anhand des Decks eigentlich auch wissen, dass sie sehr populär sind. Hat er tatsächlich eine Rakete ausgeschleust, gegen Heli war das, glaube ich. Also, dass er da auf jeden Fall ein Seed gekauft hat in der jetzigen Spielsituation, das war, glaube ich, katastrophaler Fehler. Links ist geklärt. Nicht gegen Stingers holen und nicht holen, wenn der Gegner eine Eagle in der Luft hat. Das war beides sicher nicht sinnvoll. Und dann würde ich es schon mal gar nicht holen, weil, also ich habe bis gestern auch eine gespielt, aber es ist nur Spielerei. Im Ranked, wenn man das mit Competitive spielt, lohnt sich es fast nie, ne? Er hat ja keine richtigen Truppen auf dem Feld. Er hat ja gerade unten alle Armeen wieder verloren. Und das im Seed klappt halt nur, wenn man nachher Bomber spielen kann. Und man kann nur Bomber und Speed oder Luftwaffe spielen, wenn man Truppen am Boden hat. Und ob ein, zwei Infanteristen Truppen am Boden sind, da kann man drüber streiten, ob das genug ist. Ich würde sagen, nee. Schöner Einsatz der Helikopter hier auf jeden Fall. Eine mobile Kavallerie, alles was jetzt kommt, wird einfach weggenukt, weil er keine Flugabwehr mitgenommen hat. Und das kann man natürlich auch erwarten, dass wenn die so vorrücken, so schnell, dass da auch die Flugabwehr fehlt. Ne? Oder so schwach ist, dass die Helikopter die auch ausschalten können. Also eine schöne Helikopteraktion mit Sicherheit. Fehlt ein bisschen die Scout-Gelegenheit, aber ne, der kann jetzt einfach alles aufsaugen. Das ist eine hübsche Angelegenheit. Brumm, 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 brumm. Großer Erfolg von Helikoptern im Spiel. Im Forum letztens noch gelesen, Helikopter einen Buff brauchen. Keine Ahnung, was die mit den Helikoptern noch wollen. Finde die jetzt eigentlich super stark, stärker als im Wargame. Zack. Also keine Ahnung, was die Leute sich dabei denken bei ihren Kommentaren. Ich finde die auf jeden Fall, so, da wo die jetzt sind, die Helikopter, finde ich die sehr gut. Ich glaube, dass aber daher kommt, dass die Leute all die super teuren Helikopter spielen und die häufig ihr Geld nicht wert sind, dass das eher aus dieser Schiene kommt. Mir ist nur ein Verdacht. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie einen Buff brauchen. Auch die super teuren kann man halt benutzen, wenn man die noch defensiver einsetzt. Aber die meisten benutzen dann nicht zwei verschiedene Helikoptermodelle und scouten halt auch viel zu schwach für meinen Geschmack. Genau, also im Grunde genommen sollte das Spiel jetzt vorbei sein. Er hat halt die Armee so häufig überall vernichtet. Also unten halt, ne, alles komplett ausgelöscht, haben Verstärkungen, den Angriff ausgelöscht, jetzt am Vorrücken. Also er müsste das jetzt eigentlich locker gewonnen haben. Man sieht ja auch schon die Übermacht so ein bisschen. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist wahrscheinlich, wird er realisieren, dass er gewonnen hat und vorrücken? Also realisiert er, dass er einfach stärker ist an den verschiedenen Fronten und rückt vor? Das wäre die Frage. Weil hier vorne sehe ich zum Beispiel gerade Infanteristen, die wieder hier reingehen und Bradleys, die in aller Regel defensiv eingesetzt werden. Also es sieht aus, als ob das jetzt einfach verteidigt würde, obwohl es nicht angegriffen wird. Ne? Und das könnte natürlich zu einer kleinen Katastrophe führen. Da kommt ein Clusterbomber. Sehr teures Investment. Und bedenkt, dass das Seedflugzeug eben rechts drüber geflogen ist, nicht links. Also er tut auch da Bomben, wo halt maximale Flugabwehr erwartet werden kann. In dem Fall wird es klappen, weil nämlich hier auch die Flugabwehr vergessen wurde. Hat die Bombe die ausgeschleust. Er hat sich verklickt wahrscheinlich. Aber ja, hier ist keine Flugabwehr, ne? Der ganze Sektor ist leer. Er hat aber noch die Eagles. Ich frage, ob die wieder einsatzbereit ist. Trotzdem, der Angriff hier, ne, mit einem dicken Abrams und was nicht allem ohne Flugabwehr ist natürlich auch ein bisschen eigenartig. Also Flugabwehr sollte immer dabei sein, aber das kann auch sein, dass hier gleich eine Eagle kommt. Ich zoome extra mal raus, um zu gucken, ob deine anfliegt. Das war eine Eagle. Nein! Warum nein? Der ist gerade abgedreht. Also er hat wohl Angst gehabt, mit der Eagle gerade durchzufliegen. Aber das ist der Grund, warum er jetzt wahrscheinlich keinen Kill hinbekommt. Also ich fliege jetzt einfach mal mit, aber ne? Die Eagle fliegt halt in die falsche Richtung, wenn sie den töten will. Vielleicht schafft sie noch, die Drehung ist ja relativ schnell, die Eagle. Und der hat mit dem E-Wecken auch, also irgendwie E-Weckt der nicht? Fragezeichen. Der E-Weckt nicht da hinten, doch. Genau. Und jetzt kreist sie trotzdem über den Luftraum, wo sie eben ausweichen wollte.
Also das war jetzt nicht ganz der optimale Einsatz. Das geht sicher noch ein Tick besser. Aber das war vielleicht der Grund, warum er wenig Flugabwehr hatte und jetzt hat er noch hier nachgeholt. Das ändert aber auch nichts daran, dass wenn da ein Hubschrauber gewesen wäre, dass die Eagle das nicht gelöst hätte unter Umständen. Ihr habt ja gestern mal beim Replay eventuell gesehen, dass die gesamten Flugabwehren, Geparden und 104er und was nicht alles, dass die nur selten den Hubschrauber effizient kontern. Gerade die 104er haben ja gar keinen Hubschrauber runtergeholt und die Gefahr hat halt hier auch bestanden. Und die Eagle hat das auch nicht geschafft unbedingt, ne? Da Smoke. Clusterbombe kam irgendwie raus, hat offensichtlich doch 9 Schaden genommen. So gut rausgefahren. Ja, hier wieder super defensiv, weil da stehen halt 2 Aufklärer. Hier steht eine ganze Armee. Die fahren jetzt wieder zurück. Die wollen wahrscheinlich nach links. Ist das eigentlich gar keine schlechte Idee, dass man die, ne, mit den Transportern umverlagert? Wenn ihr das da auslässt, flippe ich aus. Ich sage mir nicht, du willst jetzt da verteidigen. Also wenn ihr jetzt nach links fährt, okay, aber bitte nicht jetzt hier ausladen. Nur muss neugierig, wie viel die Leute sehen. Der ist entdeckt. Den könnte man zum Beispiel jetzt wegsnipen. Im Ingenieur wird das schwieriger, aber der Bradley, ne, der hat eine Rakete. Also wenn sowas aufgedeckt ist, Bradley hier hinstellen und Raketen snipen. Oder die Toe meinetwegen benutzen. Es gibt keinen Grund, dass der Scout da lebt. Ne? Er hat ja mehrere Raketenwerfer. Und wenn man so einen schönen Scout hat, dann einfach wegholen das Ding. Ne? Das ist ganz wichtig. Es kostet kein Vermögen, aber es ist halt sein Scout. Dann sieht er gar nichts mehr auf der Seite. Wenn wir jetzt seine Seite anschauen würden. Naja, ne? Infanteristen decken halt nicht so gut auf. Genau, der hat noch keine Ahnung, wo der Angriff jetzt stattfindet gleich. Er ist halt absolut in der Defensive. Da kommt eine Torrakete, er hat wohl da oben sich für den Werfer entschieden. Er war die schlechtere Position, weil hier war fast eine Feuerreichweite von irgendwelchen Kanonen, die da auch kommen können. Also hier unten wäre sicherer gewesen. Ist jetzt kein Riesendrama, aber ne, ich würde immer die nehmen, die weniger angreifbar sind. So als, also es gibt halt so Prinzipien, die man, glaube ich, schon versuchen sollte einzuhalten. Ne? Das ist nicht immer notwendig, aber wenn man sich an die Prinzipien hält, dann hat man aller Regeln besseres Gameplay. Und er hat hier unten einen Raketenwerfer gehabt, ne? Ja, hier oben erschließt sich mir jetzt auch nicht ganz, dass der Blaue jetzt da mit den Infanteristen möchte. Wahrscheinlich ein bisschen Sicht schaffen. Das Problem ist, wenn ihr Sicht schafft und keinen dahinter habt, der Feuersupport gibt, dann heißt Sicht schaffen, ihr sterbt nur. Ganz simpel. Gerade der Panzerjäger hat ja keine Anti-Infanterie, der hat ja 2 APGs, ne? Also, was hat er erwartet, dass in den Häusern ein Panzer steht? Oder, also, das hat ja keinen Sinn gemacht. Das ist ja schon besser, ne? Die Infanteristen rücken vor und da hinten ist der Feuersupport. Nimmst du die Autokanone, aber stimmt mit der Rakete nicht? Hä? Also wenn die Autokanone trifft, dann kann sein, dass die Bushmaster so ballistisch schießt und die Rakete nicht. Weil normalerweise müsste die Rakete hätte mehr Reichweite als die Autokanone, aber wahrscheinlich auch so eine ballistische Geschichte. Bei Wargame war das halt nicht so ballistisch, das Ding. Schöner Feuersupport. Nice. Ja, nice. Ich würde trotzdem überlegen, ob das die richtige Infanterie ist, weil die nur 5 Mann haben. Ne? Ihr gebt halt relativ viel aus, ne? Mit einem Halbmann-Squad und die sind so schnell gefuckt, dass ihr im Prinzip keine. Ihr könnt die nicht reinforcen. Ihr kommt mit dem Bradley, das weiß ich schon, aber er hat ja ein HA hier, also war der Bradley wirklich notwendig. Aber ihr wisst ja, was ich von dicken Transportern halte. Aber da gehen die Meinungen vielleicht auch auseinander, da habe ich kein Problem mit. Da ist noch nie ein Verteidiger gestanden im oberen Sektor, ne? Und hier steht immer zu viel. Das ist echt schade. Satchels kann man in dem Patch, konnte man die noch anders benutzen. Im aktuellen könnt ihr nur noch im Stadtkampf benutzen, denke ich. So, er bereitet jetzt den Großangriff vor, ist aber so gigantisch am Führen, dass er eigentlich jetzt die Punkte lieber pushen sollte. Ja, beide sagen, sie wollen links spielen, offensichtlich. Nice. Ist nett, wenn die das fair absprechen. Also rechts wäre halt schon eine Option. Ne? Ich sage das jetzt nicht nur, weil ich das sehe. Man muss rechts halt immer proben. Viele Leute wollen halt da auch nicht verteidigen. Und er hat ja hier die Scouts. Er weiß ja, was irgendwann mal gekauft wurde. Ne? Und eben hat er ja Leute sogar getötet vor Ort. Er kann davon ausgehen, dass das rechts einfach massiv leerer ist. Ich hätte schon rechts mitgeprobt, denke ich. Flash. Aber hier auch. Sehr schöner Feuersupport wieder. Ne? Zieht den Schuss raus und schießt dann eben Panzer zurück, um es zu bestrafen. Also macht er sehr, sehr gut, finde ich. Scout könnte natürlich, ne, muss nicht hinter den Einheiten stehen, er sollte hier vorne immer in erster Linie gehen, finde ich persönlich. Waffen aus, durch die Wälder schleichen hier, ne, und dann deckt er alles besser auf. Dann kann der Feuersupport besser wirken. Also da ist er sicher fehl am Platz da hinten. So, jetzt kommen überall die ganzen Waffensysteme. Und man sieht schon ein System dabei, ne? Also vorne Infanterie, jetzt hier die Max-Leute und dahinter immer irgendwelche Feuersupports hier, sei es Panzer oder die Bradleys, ne? Weil auch die Flugabwehr zieht er hinterher. Für meinen Geschmack hätten die weiter vorne sein dürfen und viel früher, aber trotzdem zieht er sie hinterher.
Und man sieht schon, dass es klappt. Und dann die beiden Helikopter, die einfach mobiler Feuersupport sind, einfach wenn sowas auftaucht, die auszulöschen. Jetzt können sie nach links fliegen und die Pioniere auslöschen. Ich persönlich würde jetzt mit denen einfach weggehen, bis die Helikopter da sind, weil die verlieren hier Manpower. Die Helikopter können das umsonst lösen. Ne? Also es ist jetzt ein bisschen riskant, da reinzugehen, zumal er auch nah rangeht. wie gesagt, es funktioniert jetzt trotzdem, hätte eh eine Übermacht gehabt, ne? Aber man kann da Manpower sparen. Da glaube ich sogar einen verloren, Ende der drei Engineers, oder? Ja, aber schön systematisch, gell? Geht jetzt in den ersten Häuserbereich, dann in den zweiten. Da kommt wieder ein Clusterbomber. Da müsste jetzt eine Eagle kommen, deswegen ich immer noch überrascht bin, dass die einfach so reinfliegen. Ein zweiter Clusterbomber, ich gucke jetzt gerade wegen der Eagle. Da ist sie. Ich würde bei sowas ganz schnell auf den zweiten fliegen, weil er einfach mehr Raketen auf den rausbekommt als den ersten. Und ein bisschen Glück kriegt er den auch, bevor die Clusterbombe rausgeht. Also ich würde den jetzt nicht verfolgen. Sieht so aus, ob er genau das machen würde, aber ich würde auf jeden Fall auf den zweiten gehen an seiner Stelle. Naja, vielleicht hat er noch nicht gesehen den zweiten. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was seine Sicht war. Aber ich würde es frühestmöglich abdrehen. Also, ne? der ist jetzt jeden Moment der E-Weg fertig, dass er noch eine Rakete ausschleust. Jetzt hat er beigedreht, er hat es wahrscheinlich gesehen. Sehr schön. Bam. Perfekt. Deswegen ich auch überrascht bin, dass da zwei Clusterbomber kamen. Ne? Ganz komische Aktion. Also den zweiten hat er ja gekauft, den ersten hatte er wohl noch. Und selbst der erste hat er ja geholt, als er den Igel gesehen hat, er wollte ja öffnen mit What the fuck? Warum fliegt die denn jetzt kaputt nochmal da drüber? Ist das so ein bisschen Stinkefinger den Leuten zeigen oder was war das für eine Aktion? Er fliegt doch mal nach Hause mit dem Ding, what the hell? Wolltest du jetzt wirklich einen Hubschrauber abschießen? Was ist dafür eine 300er Igel verloren? Okay. Also er ist ja hingeflogen, war das Zufall. Jetzt kommt das Wiesel. Für gewöhnlich ist es auch besser, das Wiesel vorzuschicken und dann eben im gegnerischen Luftraum zu kreisen. Ich vermute mal, dass das einfach ein Mikroproblem war an der Stelle. Ich glaube nicht, dass er mit Absicht das so spielen wollte. Ja, jetzt rücken sie weiter vor. Er muss trotzdem noch 500 Punkte gut machen, aber 20 Minuten Zeit, also ist keine Eile. Also hier kommt auch schon der Command. Bei den, hier wieder bei den guten Spielern, die ich mir angeguckt habe, vom Wargame hauptsächlich, ne? Bei denen ist das so, dass sie tatsächlich die Commands relativ spät nachkaufen, um Siegpunkte zu machen, weil einfach sonst der Schneeballeffekt gegen einen läuft, mit dem dass man ausblutet. Weil wenn der Gegner eine Einheit mehr hat, dann schießt halt 2 gegen einen immer nach dem Motto. Und das will man halt verhindern, deswegen kauft man den Command relativ spät nach. Und da ist nicht verkehrt, dass er sich Zeit lässt. Wahrscheinlich hätte er sich sogar noch mehr Zeit lassen können, wenn man sich die Uhr anschaut. Also die 500 Punkte kann man ja relativ schnell aufholen. Also vielleicht hätte er dafür zum Beispiel jetzt einfach nochmal mehr Einheiten geholt. Ne? Ich glaube, auf dem Niveau hätte man, also wenn man 1 gegen 1 spielt, ne, auf einem höheren Niveau hätte er das wahrscheinlich gemacht. Das ist doch jetzt, ist das der gleiche Clusterbomber oder ist jetzt der dritte? Also ganz kurz, die Dinger kosten damit 300 ein Vermögen. Wenn der jetzt fast 900 Punkte für Clusterbomber ausgegeben hätte, man kann 4, glaube ich, im Deck haben, wenn man 2 Karten nimmt. Das wäre schon sehr heftig. Das hat sich jetzt trotzdem gelohnt, weil der Panzer mehr kostet als der Bomber. Und da war das nicht ganz verkehrt. Die Frage ist halt nur, ob ihm das jetzt hilft, diese Front zu dominieren. Also die 300 Punkte, wenn er es jetzt gekauft hat, hätte ich vielleicht lieber in den Infanterie-Spam investiert. Ja, aber das Spiel sieht hart entschieden aus. Also er hat ja nur noch Verluste, kriegt seinen Sektor jetzt abgenommen, wird hier überlaufen. Ich denke, da passiert nichts mehr. Ich bin trotzdem noch ein bisschen unglücklich über die Passivität dieser rechten Seite, über das ganze Spielverlauf. Er macht das zumindest, ne? Auch wenn der halt jetzt jeden Kampf überall verliert, die falsche Gesamtstrategie hatte. Und Konzept her ist er immer überall am Angreifen. Ne? Ist hier rechts immer wieder am Angreifen gewesen. Das ist wieder ein Clusterbomber, wieder die Eagle. Das mit dem Eagle-Einsatz, ich weiß es nicht. Rakete. Oh, daneben. Hat noch 2 Treffer. Nein, alle daneben. Ist es im G, bitte. Ja, genau. Also, ne, der hat schon, also die Mentalität stimmt von den blauen Spielern. Aggressiv, 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 immer pushen. Aber die Einheitenwahl und der Einsatz der Einheiten ist definitiv bei Runborn jetzt besser. Ne, von daher könnten beide voneinander wahrscheinlich hier gut was lernen, glaube ich, aus dem Spiel. Obwohl ne, hier das auch sonst sehr methodisch ist, wie da vorgerückt ist. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Nur eben, dass es halt so methodisch langsam macht, so spät und auf einer Seite gar nicht. Das ist halt ein bisschen auf der anderen Seite besser. Was wird denn das da oben? Du hast doch keine Raketen mehr. Willst du mit dem MG die Leute gleich jagen? Die eine Rakete macht nichts tot. Ich glaube, der vergisst einfach, die immer zu evacken. Vermute ich jetzt einfach. Und kriegt hier einen Schlickerschuss ab. Aber jetzt stirbt dann die Schlicker, oder was? Das wäre die Krönung. Er kommt da raus, aber das heißt natürlich, dass er jetzt ewig lange repariert wird. Ne? Das heißt, lange nicht mehr einsatzbereit.
Wahrscheinlich jetzt keine große Entscheidung hier, aber trotzdem muss man auf sowas achten. Kabam! Die Infanteristen sterben halt immer mit, wenn sie da drin bleiben. Wenn direkt ausgestiegen. Ja, aber was soll er da machen, ne? Also das sind jetzt teure Transporte und Raketen, die werden auf offenem Feld jetzt einfach gemassakert. Aber man muss trotzdem sagen, er wollte da durchfahren, weil er gehofft hat, dass die Straße frei ist, um in den Sektor reinzukommen. Er war also immer noch im Aggro-Modus, nur eben jetzt so durchdacht, ne? Er weiß, dass diese Helikopter da sind, die alleine hätten das komplett aufgehalten, auch wenn da keine Raketenwerfer gewesen wären. Also das ist genau wie mit dem Clusterbomber. Bei der Einheitenwahl und ne, wie er das spielt, da fehlt sicher noch ein bisschen Spielerfahrung. Nur bei der Mentalität eben. Super aggro, gefällt mir sehr gut. Aus dem könnte man was machen, will ich sagen. Das geht sicherlich. Der hat schon die richtige Einstellung. Mir fehlt nur die Erfahrung noch. Ja, ist ja nichts mehr auf der Map, ne? Ist jetzt +6. Also ich glaube, das wird jetzt auch jeden Moment beendet. Wir sehen auch hier unten, dass es vorbei ist jeden Moment. Genau, also. Ein schönes Beispiel auf jeden Fall wieder für die Landung. Ist wirklich Meta in dem Spiel, ne? Und interessantes Spiel auf jeden Fall in Summe. Kann man sicher was mitnehmen von. Als Quintessenz würde ich sagen, der blaue Spieler hat zu viel Flugzeuge gespielt. Und der rote Spieler auch. Alle zu viel Flugzeuge. Guck mal, die Eagle hat 4 Flugzeuge abgeknallt und nichts davon war überraschend. Jetzt kann man sagen, die hat sich fett gelohnt, aber bedenkt, wann die gekauft wurde. Und dass die eigentlich, also wenn der Gegner eine Eagle hat, spielt er halt einfach keine Bomber, keinen Seed oder eure Abfangjäger, die schwächer sind. Das macht er einfach nicht, wenn der Gegner eine Eagle hat. Und er hat die am Anfang gekauft und gezeigt, ne? Und da glaube ich, dass das falsch war. Ja, der Feuersupport hat sehr gut abgeschnitten. Das klappt schon. Ihr müsst ja die Igel irgendwie rauslocken, ne, damit es sich das lohnt. Auch hier die Helikopter sehr gut abgeschnitten. Also auch die ganzen Commands geholt, haben also schnell reagiert. Das war links unten, glaube ich, hauptsächlich. Also sehr schöne Einsatzgeschichten hier. Hat alles funktioniert. Auch die Infanteristen. Das heißt, wenn ihr Feuersupport habt, dann läuft das. Wie läuft es denn beim Gegner? Auch Helikopter, so einigermaßen. Ihr müsst euch unter den Helikopter fahren, damit er weniger auf euch schießt. Wenn ihr ein bisschen Zeit gewinnen wollt mit dem Command. Ja, auch mehrere Commands wurden weggesniped. Also die Billigpanzer haben auch was gebracht. Hat sogar ja, Schlicker hat einen Helikopter runtergeholt. Das passiert ab und an, das lässt sich halt nicht verhindern im Krieg. Genau, ansonsten sehe ich jetzt hier erstmal, genau, da ist der Clusterbomber. Also der Clusterbomber hat tatsächlich 2 HAs geholt und einen Bradley. Der hat sich fett gelohnt. Aber jetzt stellt euch mal einfach vor, der hätte das mit der Eagle einfach. Also man kann ja, wenn er wirklich die Eagle. Also eine Combo zum Beispiel wäre gewesen, er hätte den Clusterbomber geholt und das weiter riskiert, wie er es gemacht hat, dann lockt er die Eagle raus und der hatte ja 2 Abfangjäger und hätte die auf die Eagle gejagt. Ne? Vielleicht hätte er den Clusterbomber trotzdem verloren, aber der Eagle kostet 300, der Clusterbomber 295. Ne? Aber er hat die Jäger ja nicht gegen die Eagle eingesetzt. Und er hatte ja auch nicht so eingesetzt, den Clusterbomber, dass da mehrere Schilker standen, um die Eagle zu bestrafen für den Überflug. Das war ja auch nicht der Fall gewesen. Also er hat den Clusterbomber schon eingesetzt mit Erfolg, anscheinend dennoch hier, wie man sieht. Und wo man sagen muss, er hat ja 2 oder 3 Stück gehabt. Ne? Also der hier war der andere zum Beispiel, der hat nur Supply geholt. Also in Summe hat er ungefähr so viel verloren, wie das, was er gebombt hat, könnte man sagen wahrscheinlich. Vielleicht sogar mehr, wenn er einen dritten hatte, das habe ich nicht mehr im Auge. Und ja, da gab es kein Konzept. Da, wieder die fehlende Spielerfahrung wahrscheinlich ein Stück weit, denke ich. Es gab kein Konzept, wie er die Eagle bekämpfen wollte. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass die Eagle ein guter Call war. Also die preiswerten Jäger hätten das sicher auch runtergeholt, das Zeug. Oder man hätte Flugabwehr am Boden mehr gespielt. Oder man hätte die halt später gespielt, dann wäre es auch okay gewesen. Genau. Aber auf jeden Fall schönes Spiel in Summe, hat mir gut gefallen. Gucken wir mal, was im nächsten Spiel läuft. Ciao, ciao.